Willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Runde Dungeon Dragons und Space Shuttles. Ja, beim letzten Mal, also in den letzten paar Folgen, haben wir uns ja ein bisschen um Magie, überwiegend um White Magic und ein bisschen Blood Magic, also schwarze Magie. Heute möchte ich mit euch aber nicht in die Magie-Richtung gehen, sondern ich möchte in die Main-Quest-Richtung wieder gehen. Und zwar werden wir mal gucken, was hier danach kommt. Die zwei Sachen, wir haben sie ja, wie gesagt, vor ein paar Folgen habe ich schon mal gesagt. Ich habe die von Masterwoods hier drinne und ich werde sie mir nur rausnehmen. Also ich werde sie nicht nochmal neu bauen. Aber wir gucken uns die Rezepte gleich nochmal an. Da muss ich wieder auf Alchemie halt. So rum, sag ich. Wir gucken uns die Rezepte mal ganz kurz an. An sich geht es, es ist nicht ganz so extrem schlimm. Wir brauchen jetzt nichts Besonderes. Gut, das Empowered Void Blade, aber ich habe da auch einige da. Also ich habe da von den Empowered Void Kristall, genau. Von den Kristall habe ich ein paar gemacht gehabt. Also das ist nicht das Problem, die hätten wir zur Not auch. Aber ich möchte es nicht nochmal bauen, weil Masterwoods hat es nicht verwendet. Und ja, ich werde es jetzt einfach mal nutzen. Also fast das gleiche Rezept. Also von dem her, die ähneln sich doch schon sehr stark. Das Krimskrams schmeißen wir mal hier wieder rein. Halt, hier ist Food. Genau, da ist Food. So, ob ich sie nutze, ich weiß es auch noch nicht genau, ob ich sie nutzen werde. Ja, hier kann man es halt auseinandernehmen, alles. Den Dissolver, ich weiß gar nicht, brauchen die Strom? Ja, brauchen sie. Okay, also Strom bräuchten sie. Ich würde sie doch schon ganz gerne aufbauen. Nur wo baue ich sie hin? Wo baue ich sie hin? Das ist eine gute Frage. Setze ich sie hier hinten erstmal? Ich glaube, ich setze sie erstmal hier hinten an die Wand. Ich setze mal eins auseinander. Hier ist sogar noch Zeug drin, ne? Okay. Ah, haben wir es etwas abgeschlossen? Ja, hier ist sogar noch das, behält sogar das Zeug drin im Inventar. Gut, wir gucken uns die einzelnen Komponenten mal an. Water stellen wir einfach aus Holz. Da kriegen wir Water und was ist das? Zellulose. Zellulose kriegen wir dadurch, okay. Oder durch Hydrogen und Oxygen kriegen wir auch Water. Atomizer. Oh. Hat der noch andere Rezepte? Protein, okay. Canola. Okay. Ja, also mit diesem Alchemiekram da hier kann man doch schon sehr viel machen. Sehr, sehr viel. Sogar. Wir gucken uns das Silikon mal an. Silikon bekommen wir aus. Industrial was? Elektrolyzer könnte man natürlich auch nutzen, aber den wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja eigentlich auseinandernehmen. Guck mal, das kriegen wir zum Beispiel aus Grasblöcke. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz runter in den Keller. Ist die Frage, setze ich sie hier hin? Setze hier hin. Wie viel brauchen wir hier? 3, 5. Ich mach die mal schnell weg hier und schließe sie mal mit Strom an. Das geht mal ziemlich zügig, hoffe ich. Nicht ganz so lange dauert hier. Ja, eine normale Axt habe ich leider nicht. Glaube ich zumindest. Dass ich keine habe. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Besitze ich eine normale Axt?
Nee, besitze ich nicht. Also ich habe nur die Lumber-Eggs und die nutze ich halt hier ungern, weil die macht gleich immer ja, zu viel kaputt. Viel zu viel. Ich wollte jetzt. Das tun wir mal hier oben hin. Ich brauche jetzt erstmal Stromkabel. At Mecca. Und zwar 5. Nee, die will ich nicht. Die Tausender reichen mir, glaube ich. 5. Packen wir mal hier schnell hin, dann nehmen wir unsere Kiste schon mal mit hoch. Ich komme hier gar nicht ran, okay, muss ich dann doch von oben machen. Das ist aber nicht das Problem. Meine Kiste. Da. Ich glaube, das war die untere, genau. Halt, da muss aber vorher was raus. Das benötigen wir nämlich oben nicht. Aber ich würde ganz gerne meine Kiste mitnehmen. So, Dankeschön. Die nehmen wir mal mit hoch. Tun die mal hier hinten in die Ecke stellen. Weil, ja, hier ist ja doch einiges schon drin, ne? So, dann schließen wir mal hier den Strom an. Ich muss auch mal gucken, dass ich hier irgendwelche Covers baue, dass ich das ein bisschen verstecken kann. Gut, wir benötigen, wir haben gesagt, Dirt, also beziehungsweise Grasblock. Und den haben wir ja zum Glück durch den durch Void Ore Miner, durch den Resource Miner. Bekommen wir das ja eigentlich. Genau, da ist es. Wir nehmen uns mal einen Stack, juckeln den mal durch und gucken mal, was bei rauskommt. Im Normalfall sollte ja doch einiges rumkommen bei. Boah, guck mal, der arbeitet ja sogar richtig schön schnell. Das ist ja geil. Das Silikon brauchen wir 64 Stück. Das ist natürlich eine Menge. Wir haben 38. Okay, ich muss auch mal einen Stack holen. Eventuell könnte man das sogar automatisieren. Ach, wir haben hier mal zwei Sets. Ich glaube, ich muss meinen Resource Miner upgraden. So schnell kann der gar nicht die Sachen nachproduzieren hier. Na klar, wir können den Dings nehmen, wir können einen Silk Touch nehmen. Aber die haben wir gerade auch nicht zur Hand. Zumindest ich als Schaufel. So, rein theoretisch haben wir Silikon freigeschaltet. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und jetzt, was haben wir hier? Zellulose. Zellulose war aus Wood. Zellulose. Haben wir hier ein bisschen Zellulose drin? 11 Stück hätten wir hier. Wie viel brauchen wir? Auch 64. Gut, dann muss ich ein bisschen Wood holen. Ich muss mir unbedingt diese Fernbedienung bauen, dass ich hier drauf zugreifen kann. Okay, Wood hat der gar nicht. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wood. Was haben wir hier an Wood? Haben natürlich nicht viel. Wir nehmen mal ein Stack Oakwood raus. Halt, wir haben noch ein Stack einstecken. Lithium-Ohr. Das kommt hinten dann rein. Das packe ich hier auch gleich mal rein. Lithium müsste da oben das sein, genau. So, gehen wir mal nochmal eins höher. Also ich gehe mal stark von aus, es ist gar nicht so verkehrt, das Gedöns hier. Aber ich glaube, man muss sich ja sehr viel merken. Wobei man ja hier durch die Quests doch auch ziemlich stark hingeführt wird. Iridium ist dafür das Level. Ne, wir machen mal. Ach, das wäre die Main Quest. Aber ich würde schon mal ganz gerne in die Nebenquest gehen. Carbon. Müssen wir Zellulose nochmal auseinandernehmen. Wir brauchen 64. Zellulose. Wir nehmen mal nur 10 auseinander. Haben wir 60. Also nochmal ein. Weil wir brauchen 64. Lalup. Ich glaube, hier brauchen wir bei den eigenen Tor-Schrank für. So, Hydrogen haben wir auch genug bekommen. Okay.
Und daraus können wir das Dach herstellen. Und zwar 2, 10, 10 bekommen wir ein Dach. Was kann man daraus machen? Ah, guck mal an. Daraus kann man zum Beispiel Fertilizer-Essenz oder gerade Potatoes machen. So, wir brauchen aber 4 Stück. Machen wir Weizen. Nehmen wir Weizen auseinander, weil das wäre, glaube ich, jetzt der einfachste Effekt. Wenn wir Weizen auseinandernehmen, gehen wir aber nur zu 5%. Nee, ich glaube, wir machen uns die hier mit. Also, wir brauchen die C, die H, und jetzt habe ich es vergessen. Und die O. Okay. CHU. Oh, da. Ein Look-Rezept. Okay. Machen wir es mal so. Target. Okay, also es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, hier Pause zu machen. 3. Pause. Okay, brauchen wir hiervon noch? Ah, jetzt reichen die uns nicht, ne? Wir brauchen hier 20. Wie haben wir die gekriegt? Zellulose. Zellulose. Zellulose, Zellulose. Machen wir hier rein. Also das ist doch eine Menge Zeug, was hier zusammenkommt. Damit hätten wir die 4. Dankeschön. Die holen wir raus. So. Weiter, damit ist man schnell ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt ja echt so viele unterschiedliche Sachen, was ja eigentlich Wahnsinn ist. Guck mal, hier kriegen wir Boron. Gut, Boron kriegen wir, wenn wir Boron auseinandernehmen, das ist klar. Okay, wir müssen Boron auseinandernehmen. Multiblock, okay. 16, wir brauchen 32, also brauchen wir 2 Boronen. Ne, ich gehe um ein Terminal, da weiß ich ja wenigstens, da kann ich suchen. Boronen, 2 Stück. 1, 2, danke. Ja, das ist nicht ohne, halt, sogar nach oben. Also das ist echt nicht ohne hier. Also die Quests hier durchmachen, okay. Aber weitermachen. Phosphate. Haben wir das überhaupt? Ne, haben wir nicht. Ich glaube, ich schmeiße den Mist jetzt erstmal hier rein. Weil ob das so gut ist, weiß ich auch noch nicht. Phosphat. Nochmal ganz kurz. Das P. 26. Brauchen nur 8. So, aber trotzdem möchte ich jetzt ganz kurz nochmal wissen, wie wir das bekommen. Aus Phosphate. Phosphate machen wir aus P und O, okay, ja, die haben. Okay. Widerskeleton-Skull, okay. Also man kommt irgendwie hin, klar. Man muss ziemlich weit zurückgehen. Das kann man sich gar nicht alles merken, muss ich ehrlich sagen. Fertilizer Sense könnten wir uns bauen.
Wir haben sie aber und deswegen nehme ich die einfach unten aus der Kiste raus. Weil die muss ich jetzt nicht nochmal bauen. Weil ich nutze sie eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Ich nutze sie eigentlich nicht. Aber wir gucken mal ganz kurz hier oben jetzt mal. Silikon-Element. SI. Brauchen wir 64. SI brauchen wir 64. Wir haben jetzt 32. Wir würden es kriegen in Industrial Electrolyzer mit Empty Cell und Send. Okay. Oder wir nehmen das auseinander. Melonit. Achso, da sind wir wieder beim Grasblock. Okay. Keulonit, die hätten wir hier. Nehmen wir die mal auseinander. Weiter. Ja. Jetzt sind wir bei SI wieder. Silikondioxid. Silikondioxid, da haben wir es. Also man muss es doch schon ziemlich weit auseinandernehmen. Den ganzen Krimskrams. Um es zu bekommen. Und wie gesagt, man kann da echt viel draus machen. Barium. Okay, bekommen wir mal Nederquarz auseinandernehmen. Barium. Baron? Was hat denn das für ein B? Das ist BA. BA habe ich leider nicht. Okay, holen wir schon mal ein bisschen Nederquarz. Also das geht doch ziemlich zügig, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja eigentlich nur auseinandergenommen. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum Masterwoods damit nicht weitergearbeitet hat. Weil man kann schöne Sachen draus machen, ja. Aber ob das der ganze Aufwand wert ist, das weiß ich nicht. Jetzt fehlen mir echt noch ein paar hier. Das gibt's doch wohl nicht. Also ich weiß nicht, ob das der Aufwand wert ist. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen hat es, glaube ich, Masterwoods auch nicht verwendet. Weiter. Er hat, glaube ich, auch nur die Quest durchgemacht. Und damit war dann gut. Gut, haben wir die Barium auch. Und hier brauchen wir Silikon. Silikon haben wir unten, das brauchen wir jetzt auch nicht herstellen. Aber wir können es hier mal reingucken. Ja, weil jetzt Silikon und BA und dann kriegen wir das raus, ne? Ja, das kriegen wir auch unten. Das haben wir auch vorrätig. Deswegen werden wir hier gar nicht anknüpfen. Aber wir müssen in diese Richtung. Andesit 64. Die habe ich doch auch. Aber kann man die auch herstellen? Die könnten wir auch herstellen mit Silikon. Dioxide. Aha. Okay. Aber ich hab sie auf alle Fälle. Ja, Andesit. Oh. Ich hab nur 60. Silikon. 1, 2, 3, 4. Danke. Hier rein. Nee, war das nicht da drin? Das war da drin, oder? Chemische Combiner. Silikon. Ah, das muss an die richtige Stelle, okay. Ah. Jetzt verstehe ich die Maschine auch langsam. Muss an die richtige Stelle, Unlook und so weiter und so fort. Und dann kann man, ja, hier. Da, da haben wir die 64. Gut, die packe ich hier wieder rein. Weil, Andesit, weiß ich, brauchten wir jetzt in rauen Mengen. Quaschet Arsenic. Rockquascher. Ah, genau. Hier kommen wir nämlich jetzt in den Bereich mit den Majestic Ingots und Majestic das und sowas. Das ist nämlich das, was wir hier drüben stehen haben. Was Masterwoods hier drüben aufgebaut hat.
Ich werde die Maschinen definitiv nicht abbauen. Ich werde die Maschinen, glaube ich, nochmal bauen. Aber das werden wir nicht in dieser Folge machen. Wir werden es in der nächsten Folge machen. Oh. Wow, das wären ja Rezepte hier. Kompressstil. Okay. Ist genauso teuer. Kommen auch mal drei raus. Können wir sogar die Rolling Maschinen dafür nutzen. Das kostet das gleiche. Und ja, wir können es nutzen. Das ist schon mal gut. Carbon, das geht auch da rein. Okay. Gut, dann will ich mal ganz kurz mein Inventar ein bisschen leeren hier. Ein bisschen Money hier rein. Unsere Kiste fühlt sich langsam. Silikonzelle. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sie brauche. Also schmeißen wir sie hier rein. Oh Gott. Tun wir mal die Backpacks noch weg. Die Lootbags. Da muss ich ja unbedingt mal weitermachen. Aber heute nicht. Gut, wir brauchen jetzt noch den Vertilizer Sense und Combined Silikon. Also machen wir es mit dem Vertilizer Sense. Die haben wir hier. Auch gleich wieder rein. Und das Silikon haben wir auch hier irgendwo angelegt. Eigentlich. Glaube ich. Hoffe ich. Oder auch nicht. Haben wir das nicht angelegt? Doch, da hinten. So. Dankeschön. Weil das sind zwei Sachen, die muss ich jetzt nicht nochmal bauen hier aus den Komponenten, sondern die haben wir auf Lager. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie es geht. Von dem her muss ich das jetzt nicht nochmal angehen. So, damit sind wir eigentlich. Haben wir sogar ziemlich viele Nebenquests gemacht jetzt. So viel wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber das ging so schön, so locker und flockig von der Hand. Ich meine, wenn ich überlege, den Aufwand da hier nur um Virtualized Sense herzukriegen, gut, wir kriegen auch noch ein bisschen was anderes, ja. Ich müsste mich echt mal damit ein bisschen auseinandersetzen. Aber wenn ihr vielleicht ein einfaches Rezept habt, wo wir eine Ressource rausbekommen, die wir massig brauchen, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Weil vielleicht finden wir ja doch was, um das Ganze doch zu nutzen. Vielleicht sogar zu automatisieren. Ja, das wäre schon echt nice. Ich meine, ich werde auch gucken. Aber wenn ihr was habt und ihr könnt mir da sofort was sagen, wäre das natürlich absolut Bombe. Und das wäre, ja, das wäre einfach nur genial. Gut. Ich habe noch eine kleine Ankündigung, und zwar wird Dungeons and Dragons nur noch dreimal die Woche jetzt kommen. Das wäre voraussichtlich Montag, Mittwoch und Freitag. Ihr seht ja selber, die Crafting oder beziehungsweise die Ressourcen, die benötigt werden, die fordern nun mittlerweile doch einen größeren Aufwand. Und ich schaffe es einfach nicht, sage ich mal, heute vorzubereiten komplett, um morgen wieder eine Aufnahme zu machen. Deswegen habe ich mich entschieden, nur 3 Tage die Woche jetzt noch ein Video zu machen, weil es einfach nicht so stressig ist und das Spiel soll ja Spaß machen. Das ist ja die Voraussetzung. Deswegen nur noch 3-mal die Woche. Es wird aber noch was anderes kommen. Nicht die Woche, wahrscheinlich erst nächste Woche. Ich bin da gerade nebenbei ein bisschen am Aufnehmen. Aber da lasst euch überraschen. Das wird dann wahrscheinlich die anderen Tage kommen, wo kein Minecraft kommt. Das wird auch ein Let's Play. Wird komplett vorneweg aufgenommen. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war es heute auch schon wieder. Ich möchte jetzt nicht noch irgendwas angehen, was wir nicht mehr zu Ende bringen, weil das wäre dann doch schon hier ein bisschen heftiger, ja. Ja, deswegen würde ich sagen, es reicht für heute. Ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Wochenstart. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder.
in der neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus und sag Ciao.